Plan geht darum, wir gehen beide auf den großen Hügel. Einer geht auf den großen Hügel, der andere geht rechts davor. So eine leichte versetzte Stellung. Okay. Damit wir nicht so weit entfernt sind. Achtet auf den Hügel, achtet auf den Busch hier direkt davor. Und dass eure Kanone nicht schräg steht. Warte, wo geht das, dass ich die zweite Kanone hinstelle? Hier, vorne rechts. Hier. Das ist rechts bei dir. Ja, rechts von der Kanonenkugel, von der Kanone oben auf dem Hügel. Tim? Ja. Willst du wieder Leute aufschreiben, die jemanden blocken? Absichtlich? Kann ich machen. Okay, schreib also das ganze DDR auf. Hast einiges zu tun. Oh, die gegnerische Art, die hat sich links auf dem Hügel hinten und weiter rechts vorne postiert. Der erste Schuss kommt. Der zweite Schuss kommt. Momentan noch freie Wahl, welche Artilleriestellung ihr schießen wollt. Haben beide, oder besser gesagt, haben alle noch keinen Erdhügel. Links von uns ist eine locker 20 Mann in Linie. Wie gesagt, bitte übernehmen die Kommunikation zwischen der AT heute. Mhm. Zwischen den AT. Information: links von uns läuft eine 20 Mann Linie. Blondie 1, also das ist Evo, ein bisschen höher schießen. Richtung stimmt. Blondie 2, deinen Schuss habe ich nicht gesehen. Bisschen höher bleiben. Ich sagen. Na, knapp Evo, aber eher weiter links. Höher stimmt jetzt. Okay, aus irgendeinem Grund haben die Arti kurzzeitig verlassen. Dragon Hunter, der hätte sonst jemanden gekillt, ist kurz in Pömpel hochgegangen. Die Linie läuft jetzt links vor. Evo, links die Linie. Oh. Okay. Das kannst du schön drauf schießen. Ja, Blondie 2, ich hab deinen Schuss nicht gesehen, keine Ahnung, wo der ist. Links kommt die Linie. Wenn du die treffen kannst, schießt du auch auf die. Ja, Mann. Kann ich den Schuss sagen. Kannst nicht die treffen. Du hast auf den Hügel davor aufgebaut. Genau, die sind doch ausgewischen. Du hättest getroffen, hättest du höher gezählt. Okay, die Arti-Stellung erstmal nicht beschießen, zumindest nicht die beiden links. Jetzt generell gar keine mehr, die werden gerade von der Kaff weggecharged. Momentan kein Ziel. Evo, du achtest auf die Linie links. Dragon, du versuchst mal ein bisschen rechts zu drehen. Da könnte es sein, dass beide Linien erscheinen. Sonst, auf mein Zeichen kannst du wieder auf die rechte, ganz rechte Arti-Stellung schießen. Ja, Dragon, du dürftest die gleich sehen. Da kommen gleich leichte hoch. Die bewegen sich, Evo nach rechts drehen. Ich auch auf die Füße. Ja, wenn du sie treffen kannst, ja. Ja, ein bisschen weiter links. Zu hoch. Millimeter. Komm jetzt aber Evo. Kommt unsere Verbindung der Kopf. Evo. Hast die Lücke getroffen. Die verbündete Kraft wird ihn nicht angreifen. So, gegnerische Artstellung kurzzeitig alle ausgeschaltet. Evo, du siehst da die Linie, die gerade über durch das Tal läuft. Dragon, du auch. Beide Feuer. Ja, ich werde nach rechts drehen. Glaube ich.
Oder? Wird sich nicht lohnen. Ah, nein, geht sich nicht aus. Evo. Ich bin ausgeteilt für Evo, damit ich selbst stopfen. Ja, ich muss auch hinterherlaufen. Bevor dir wegläuft. Sehr schön, sehr schön. Nice. Gleicher Schuss nochmal. Also gehen jetzt nach links weg. Also du könntest es nochmal probieren, aber ein bisschen weiter links hinter dem Hügel. Evo, für dich rechte Arm ist wieder besetzt, die ganz rechte. Die, wo das kleine Päpchen vorsteht. Sehr schön. Ich glaube, das hinter Hügel schießen kann ich ganz gut. Ja, Evo. Ja, gut. Ist egal. Dragon, du siehst hier, die laufen nochmal durch dein Schussfeld. Ja, dahinter ist aber unsere Linie. Versuch's. Du könntest es treffen. Weil so wie die stehen, könntest du auf den Hügel aufbauen. Nein, die kann ich nicht treffen. Ah, verdammt. Ja. Aber ich glaube hinter Hügel. Aber Evo, du siehst es, okay. Links unten, die Linie, die jetzt vorrückt. Dragon, die dürfte auch bei dir gleich erscheinen. Ja. Gut kommen. Schade, am Boden verreckt. Da. Du warst zu kurz. Ja. Evo, da musst du genau ziehen. Ne, lass es lieber. Beide Feuer halten. Rechts da auf dem Hügel da hinter unserer Leiche. Ist das nicht die falsche? Das sind Jäger. Der Jäger. Du kannst versuchen drauf zu zielen, aber ja, musst halt über unsere Linie drüber schießen. Evo, du siehst drei vorm rechts leicht im Tal, bewegen sich drei. Ich glaube, der hat sich auch die Kisten wegschießen. Oh, der ist sogar weg. Der ist aus dem Schuss rausgesprungen. Oh, der kann. Die laufen gerade wild umher. Sind denn noch 22 Gegner? Das, was da das oben links läuft, ist das eigentlich oder Verbündete? Nein, das ist Verbündete. Ich frag mich auch gerade, wo noch. Ich will auch suchen. Also, ich sehe bis jetzt. Vorne. Ah, die Linie rechts, Evo, rechts. Das, was er du siehst die schießen. Die unten. Linie? Die unten, ja. Ah, daneben noch Jäger. Ah, das war zu hoch. Ja, das war zu hoch. Das war eigentlich okay, die Linie Charge versucht die Jäger drüber zu treffen. Weil Ende, das war eigentlich schon arg so, obwohl ich die da den 10 Mann weggeholt habe hinter dem Hügel, sind da immer noch urviele rausgekommen. Ja, das sind halt zwei große Linien. Perfekt, direkt einen Headshot gesetzt. Das ist jetzt ein Riesenblatt von den Jägern. Beide wieder auf die Linie ziehen, um über den Hügel zu schießen. Aber sie dürften gleich wieder rechts rauskommen. Ah, weiter vorziehen, oder? Könnte kommen. Ah, zu hoch, viel zu hoch. Evo, die stehen dann noch dort rechts von der Flagge. Zu tief. Sie laufen jetzt nach links. Ich kann auch. Wir hören bei dir alle Background. Oh, das war. Fuck, das war viel zu. Rennen die wieder nach rechts? Ja, sie rennen wieder nach rechts, zumindest die Jäger. Ich weiß nicht, ihr könnt wieder versuchen, die Jäger einzeln wegzuschießen, wenn ihr wollt. Ja, das nee, das war zu weiter. Niedrig, außerdem ein bisschen weiter links. Ja, ich dachte, die rennen weiter. Ah, Evo, sie kommen hoch. Ah, zu weit vorgeschossen. Die haben nur eine Drehung gemacht. Ihr könntet kommen. Ah, schade. Noch nicht drüber geht leider nicht, sonst treffe ich den Hügel. Nee, der war zu weit rechts.
Der hätte sie getroffen. Der war einfach nur zu weit rechts. Ihr könnt sie treffen, aber versucht unsere Linie nicht dabei zu treffen. Ihr wurde Punkt zu opfern. Ah, Feuer halten. Finden sich im Nahkampf. Sind, glaube ich, die letzten. Ja, wahrscheinlich. Auf mein Zeichen könnt ihr auf den Hügel schießen. Zielt auf den Hügel. Deutsch. Ah, okay, schade. Ja, wir werden eh nicht rechtzeitig ankommen. Naja, wenn das so weitergeht. Die Gegner töten mehr sich selbst als wir sie. Ja, du hast nicht gesehen, wie viele Teamkills der 65 Ray gemacht hat. Das war so übertrieben. Okay, gleiche Position. Fernglas, wollt ihr eins haben? Und wir werden gefragt, ob wir ein Fernglas haben wollen. Ja, natürlich. Gerne doch. Sag mal Nettel, der soll anhalten. Nettel, du sollst anhalten. Nettel, du sollst anhalten. Nettel hinter dir. Ich hab das gerade auszusehen. Du sollst es nicht treten, du sollst es mitnehmen. Geht so? Steht schief, egal. Leg's einfach hin. Jetzt hier hin? Ja. Ja, ja. Und hol deine Axt. Oh, okay, gut. Wir sind haben. Oh, nee, auf rechts, auf rechts. Okay, Ebo hier. Ja, ich beschlag Mama dieses Fernglas. Im Namen von Preußen und Glanz und Glorie beschlagnahm ich ihn hier mit, im Namen seiner Majestät, das Fernglas. Drei, vier, hat der Feind vier Kanonen? Ich würde da nicht stehen. 10:03. Er hat dann noch was mit. Oh. Ich hoffe, wir werden getroffen. Eine Sekunde. So. Erdwelle, die da haben. Hast du das gesehen? Ja. Sehr verwunderlich. Nun ja. So, Dragon. Du schießt auf die linke Kanone auf dem Hügel, sehe ich das richtig. Die mittlere. Ah, der Schuss kam gut, hat halt einen Erdwall getroffen. Dragon rechts auf dem Hügel. Siehst du die Kaffee? Hier meldet uns, wenn auf der Links sich irgendwas dran bewegt, ne? Jäger, oder? Machen wir. Wir sollen uns bitte melden, wenn nicht sich was voran bewegt. Ich hab das nicht so gut im Blick. Muss man Bescheid sagen, Andrew. Alles klar, mach ich. Ich höre das übrigens auch mit. Das musst du mir. Also, wenn es nur an mich gerichtet ist, musst du nicht nur mal wieder. Mhm. So.
sehe auf der links nicht so weit. Wieso sind wir eigentlich so hart in der Unterzahl? Also, wir können nicht in der Unterzahl schießen. Wir sind nicht in der Unterzahl. Nur 20 Mann. 92 zu 106. Ja. Man muss ja die Lebendigen nehmen, also 85 zu 104. Ja, mein generell. Ich meine generell, aber selbst wenn wir die Lebendigen nehmen, sind wir hart in Unterzahl. Versuch wieder hinter dem. Ja, aber es ist nicht gerade einfach, sowas auszugleichen. Ja, wir brauchen gute Artillerietreffer, um das auszugleichen. Nee, meinst du den auf mich jetzt? Zum Beispiel. Aber eigentlich meine ich eher einen von dir. Etwa da? Okay. Ihr hilft dir. Dendrel, warte mal. Ich hab den Aufsitzkabel da. Ich versuch schon hinter den Hügel zu schießen, ist nicht so einfach. Achso, ich dachte schon, wann zur Hölle wurde Nettel getötet, aber der lebt jetzt. Okay, linke Artilleriestellung nicht unter Beschuss nehmen. Da kämpft gerade die Kaff. Oh, die fang ich. Ah, doch nicht. Achtung, Nettel. Nach rechts von dir aus. Oh, ey, ich bin langsam enttäuscht, bin ich echt, ne? Genau reinbewegt. Genau reinbewegt. Zum Glück warst du nicht schnell genug. Rechts unter dem Container und doch glaube ich direkt nach Kaff, aber das habe ich nicht ganz erkannt. Deswegen, die kannst du schön im unter Beschuss nehmen, kannst du über den Hügel schießen, versuch nicht unsere Linien zu treffen. Die Kaff reitet in die Mitte von rechts aus. Versuch. Evo kann von dich aus versucht die ganz rechte Art zu treffen. Die Kaff kommt von Teil auf uns zu, ne? Achtung, die Schuss kommt direkt auf uns, Evo. Entweder ich versuche mein Bestes, ja, ich kann noch ganz unterscheiden, ob der Hügel zum Hügel dahinter ist. Ja, die kommen gerade in deine Linie vor. Du könntest dazwischen den Linien durchschießen. Ja, wird schwierig. Die werden dann nämlich nach rechts einmal keine Tüte, das ist sonst lieber. Warte erstmal kurz. Aber du könntest, warte mal, da links sind Jäger, da kannst du ihn schießen. Ja, ich weiß, da versuche ich schon, aber ich, da kann ich glaube ich nicht. Zumindest habe ich es noch nicht geschafft. Doch, oh, du hast doch gerade hintergeschossen. Die ganze Zeit schieße ich dort hin, ich treffe nicht. Hab ich gerade nicht geschafft, Papa Papa, und du triffst halt direkt. Ja, das war jetzt, ja. Die rennen so weg. Die rennen alle weg. Block. Dich kannst dich auch gleich nach rechts drehen. Wenn, ach nee, das hast du auch gedreht. Oder? Ich glaub noch nicht. Ach, Schuss ja, wieder auf uns, drüber. Eher links von unserer Kanone. Ja, Nettel, die haben ihren Aushilfs, ihre Aushilfs-Barbie. Feuer halten. Na, du siehst es ja selbst, Eva. Du kannst dich auch allerdings gerne nach rechts drehen. Da kommt gerade der Offizier so provokant über die Kante. Und ich glaube, der braucht mal eine Kugel. Er braucht die Kugel. Ich glaube, oder die Kaff, versucht. Versuch mal die Kaff zu treffen. Ja, Dragon, da kommt eine Kaff auf uns zu, ne? Ja, Tim, sag mal an, Kaff über links. Kaff kommt über links. Versuchen wir noch die Scheiße hier zu treffen. Gerade ein Infanterie-Engagement, kann ein bisschen dauern. Wird wahrscheinlich zu spät sein. Oh, warte, die Jäger rennen nach rechts. Auf dem Berg ist Jäger, aber du kannst versuchen, die Kaff nochmal zu holen. Oh, ja, schieß auf die Jäger. Close Dragon. Schlechter Teil. Tim, Kaff hat abgedreht und zieht sich wieder zur gegnerischen Artillerie zur Stellung zurück. Kaff zieht sich zurück, bei uns ist wieder alles gut. Oh, ich hab mich gerade mit Finger ausgekratzt. Ausgekratzt, what the fuck. Ja, der könnte gut kommen. Versuch du mal Q und Tim gleichzeitig zu drücken. Das tut weh. Ich sollte mir die Whisper-Taste näher an den Stopftaste legen. Ja, ich fänd's cool, wenn du, wenn du mal weiter vorkommst. Du siehst die Jäger. Hast du sie da? Naja. Da kommt eine Karre, auf die du schießen kannst. Oder auch nicht.
Und dahinter, wenn wir den Arsch auch über den Wald schießen, dann da stehen nämlich gerade auch Linien. Du hast aber heute auch echt kein Glück. Nee, überhaupt nicht. Genau am Ende der das Linie ist gefallen. Nicht mehr aktiv. Die sind jetzt im Second Ass angeschlossen, leben nur noch zwei. Tim, sag mal, wenn sie wollen, können sie sich auch gerne zurückziehen. Auf geht's, Kameraden! Naja, dann hätten sie es wahrscheinlich schon gemacht. Wenn sie wollen, können sie sich auch zurückziehen und Artigard spielen. Nee, Second Ass ist schon okay. Artigard Berater. Ja, ja, so wird hier das Regiment unterstützt, alles klar. Soll ich dir nur sagen? Ja, aber du kannst sagen, dass die Feindkaff immer noch existiert. Oh, safe, sehr so, okay. Hint. Ja, genau. So habe ich auch gezeigt, glaube ich, doch nicht mehr. Mittlerweile nicht mehr. Die Feindkaff kommt wieder. Die Schüsse kamen gut höher. Die Feindkraft kommt von Teil. Ich glaube, du kannst auf die Feindkraft getroffen. Also zumindest versuche ich's. Dragon, dein nächster Schuss bitte auch auf die Feindkraft. Dragon, können wir bitte laufen? Auf die Antikraftstellung. Ich hab keinen gesperrt. Egal. Mama. Ich rechne das jetzt gerade der Inf an, dass wir jetzt schon. Ja, genau, weil die ihre zwei Infanteristen nicht verschickt haben. Exakt. Da macht jemand nochmal. Achtung, hinten hier! Aua, Gott! Oh, schaut mal da hinten! Die kriegen Hilfe! Ja, Halleluja! Der Wichser. Okay, so, ausbrechen, dann. Artillerie wieder besetzen. Welcher Seite? Aua! Ich wollte gerade sagen, ohne größere Verluste. Nein, du hast den Weg, du bist zu breit. Oha. Ihn direkt beleidigt. Beleidigung. Wo ist das zweite Geschütz hin? Nee, Beleidigung ist schon vor der Weile zurückgestellt. Das steht schon längst so. Wann ist hingestellt? Längst. Cool. Aufmerksamkeitsspanne von Evo. Evo, du könntest die Jäger rechts immer noch treffen, oder? Versuch die Anti zu treffen. Zum 21. Mal, vielleicht triffst du ja jetzt was. Hat zu lange gebraucht. Die Jäger hatten auch noch an ihre alten Position, wo du vorhin auch schon drauf geschossen hast. Das wollte ich gerade sagen. Und da kommt jetzt auch eine Linie, die läuft da lang. Also zwei Schuss hast du noch. Die ganz rechte Artilleriestellung ist immer noch überbesetzt. Oh komm, die Kaff. Da ist die Schuss. Linie, Evo, du könntest sie treffen. Fuck, wie die ausweichen. Das mit der Fahne ist die Linie, oder? Ja. Die stellt sich genau an der Fahne auf. Jetzt aber, Evo. Jawoll, du kannst es doch. Für dich auch, Dragon. Dann noch 10 Sekunden, Dragon, komm. Ja, da. Dragon, das war... zu hoch. Trotzdem 15 Kills, also schwarze. Soll ich wieder schießen? Nein. Also als du nicht da warst, habe ich mehr Kills gemacht. Na klar. Ja, du hättest Freitag das sehen müssen. 36-1 oder so. 37-1. Ich nenne das ein langweiliger Abend. Kannst du dir angucken, den langweiligen Abend. Ja, kannst du ja Freitag gerne kommen, dann kannst du auch schön schießen. Und nee, er kann... am Mittwoch dann auch nochmal so knapp 20 Kills. Ach Jungs, ich will euch nicht immer in den Schatten stellen. Ich will gar nicht mehr schießen, weißt du? Ja. Waffe für mich? Ich hab gar keine, also nehme ich zuerst eine Waffe. Ja, hier, Tim, ich hab ein Fernglas für dich. Ah, oh, da liegt eine Waffe. Da liegt eine Muskete, meine. Da liegt ein Fernglas. Jungs, auf das Fernglas. Ich hab eine Muskete. Beste Waffe. Blendet sie. Da liegt eine Pistole. Da liegt eine Pistole, wenn man möchte. Was wollt ihr denn mit der Pistole, Leute? Noch sie losschlagen? Da liegt eine Muskete. Aha. Dragon hinter dir? Dragon hinter dir, hinter Dragon. Dragon hinter dir, wir haben den Karas Wurst. Dragon hinter dir!
Wie kann das einfach so Dragon hinter dir? Oh, Dragon hört mich ja gar nicht. Und dann so, endlich habt ihr den Kurs gerettet. Oh. Okay. Du musst uns der letzte übernehmen. Ne? Also, aus dem Kurs mein Unterteil wurde. Und daraus wurde eine ausgeglichene Sache. Schön. Cool. Hä? What the fuck? Kann ich bitte OA schreiben? Das war ein richtig behinderter Kill. Oh, warte. Hä, der hat ja nur nach dir gestochen. Der war ja nicht mal mehr ein Gegner. Passiert. War halt ausgetappt. Er kann dich schon nicht mal schießen und hat so meine Kills hart erkämpft und dann. Da kommt ein Zug, der dreht sich nach links und sticht einfach in den Rap, so ohne Grund. Und es war nicht mal ein Gegner richtig nah dran. Ich glaube, es ist 65Y, die kommen langsam nicht mehr damit klar, dass sie nicht mehr die beste Artillerie stellen. Wir stellen gar keine Artillerie mehr. Ja, deswegen. Eben. Außerdem. Um ehrlich zu sein, sie haben nie die beste Artillerie gestellt. Ja, ich erinnere mich an das 1-3-Ziel, wo wir immer Dinges fertig gemacht haben. Ja, wo wir uns nur auf Dinges konzentriert haben, weil der uns auf den Sack ging. Ja. Dinges war der einzige Gute von denen und wir haben uns immer gefreut. Auch manchmal gegen Landry gekämpft haben. Ich weiß noch. Damals, als wir euch noch nicht kannten, da war es, was du immer, also Landry immer, der gegen den wir vom Second Test gekämpft haben. Natürlich war ich das. Wie kann mir denn sonst das Wasser reichen in diesem Spiel in der Artillerie? Hm? Naja, komm. Naja, komm, Alter. Keep. Keep. Das stimmt gut, wie Tim das genauso wiederholt auch. Aber wenn ich es genauso wiederholen würde, müsste ich es länger machen. So. Ich habe halt gar nicht. Aber ich habe gedacht, ich nerve Karas nur. Deswegen habe ich es ganz kurz gemacht. Make no artillery then. Ah ja. Artillerie wird ausgeschlossen. Oh nö, ich finde das eigentlich gut. Wir gehen rechts auf den Hügel. Achtet darauf, dass ihr nicht zu große Büsche vor euch habt. Das war eine Linie. Ich glaube, eine Linie hat keinen Bock auf Artillerie. Ja, natürlich. Wer soll denn sonst? Hä? Meinst du etwa, die Kaff hat keinen Bock auf Arti oder was? Ich mag Fische. Aber ich esse keinen Fisch, ja? Das ist natürlich klar. Da ist ein riesen Unterschied zwischen. Ich esse noch viel Weh. Gut, ich hock mich wieder an Dragon seine Kanone, vielleicht trifft er mal was. Dragon, Dragon oh trifft ja heute schon besser. Ich schieb dich mal weg. Immer noch nicht gut, aber besser. Ey, du verpasst freitags echt viel, Landry, da treffen wir so gut. Ja, Landry, also wirklich, ich treffe ihn genau dann, wenn du nicht da bist. Ja, aber er müsste doch überhaupt gar nichts verpassen. Er könnte einfach die Videos schauen. Ja, das stimmt. Machst du gerade? Aber hast du gerade Werbung für deinen Kanal? Er macht in seinem Video Werbung für seinen Kanal. Hast du noch die Corona-Diskussion bei uns im Video drin? Ja, natürlich. Ja, du schaust dir nicht an. Ich habe mir das Video angeguckt und mir wurde schlecht. Einfach wegen der Diskussion. Ich war noch nicht so was demonetarisiert. Ich bin sowieso nicht monetarisiert. Die zweite Runde war so fucking langweilig. Ja gut, aber was soll ich da für euch tun? Ja. Links. Ich meine, ich hab schon einen verdammt frühen Altar-Spiel. Hügel stehen alle drei Artilleriestellungen. Verdammt früh. Wir sitzen 20 Minuten auf einem Sandhügel. Auf einer Düne. Es wären noch 50 gegen 50. Ja und? Ich hab nur nie einen Altar-Spiel gemacht. Und Evo hat nicht mal eine Idee gehabt. Nee, hatte ich ja, ne? Hier Blondie 2 höher. Blondie 2. Ja, Blondie 1 war super. Blondie 1 hat getroffen, aber. War glaube ich trotzdem zu niedrig. Ja, aber ich bin an der Kanone von Blondie 1. Dein Dautschuss ging besser als von Blondie 2. Ich schieße übrigens blind auf den. Außerdem, Landry, geht irgendwas eh da, weil ich den geilen Schuss gesetzt habe. Tim sagt weiter, die Kaff kommt über links.
Die Kaff kommt über links. Und zwei Linien und Leichte und Jäger. Und zwei Linien und Leichte und Jäger. Juhu! Schreibt das mal im Teamchat. Und. Meint der, wir sollen Juhu in den Teamchat schreiben? Oder? Hätte den KR-Tügel. Soll ich jetzt Juhu reinschreiben oder die Information? Erdhügel. Letter. Oh! Beide Erdhügel sind down. Warte, ich schreib schon. Überhaupt. Warte. Wir hätten gerade fast einen Trepper verloren. Alles kalkuliert. Sehr schön, Dragon. Alter, wie lang ist der? Ja, du bist besser als Dragon, jetzt triff. Ach, Leute. Ihr seid beide Blondie für mich. Ist mir egal, wer gut ist. Ne, Evo hat nicht getroffen, zählt nicht. Ach klar, ciao. Solange wir alle besser sind, das. Was macht der? Ich weiß nicht. Ah ne, es war Evo. Ey, Mensch, sie sehen aber auch wirklich komplett gleich aus. Nein! Ich habe eine Blume im Gesicht. Ja, im jetzt hör auf mit den Accessoires. Er hat eine Blume im Mund, ich habe nichts im Mund. Noch nicht. Okay, ja. Alter. Alter, was geht da ab? Scheiße. Was für ein Kampf, Achtung, Alter. Blondie 1. Jetzt muss richtig sein. Ach, wir sollen Kopf einziehen. Erdwall. Ja, mit Blondie 1 ist immer das Geschütz von Evo gemeint. Ja, ich weiß, dass es das Blondie 1 ist. Dragon nach links. Ach, wirklich. Oh, da kommt Kaff. Auf die Kaff oder auf die Inn? Natürlich auf die Inn. Warte, ist das alles Feind da hinten? Das ist alles Feind da hinten. Okay, wenn das 65-2 da weggehen würde, dann ja. Das war nicht so. Fuck. Unsere Kaff kommt. Machen wir Kugel. Hätte eigentlich mehr gut. Du kannst ja trotzdem fröhlich reinballern. Aha, nice. Blondie 1 sag bitte vorher an, wo du schießt, bevor du hier unserem lieben Seppa noch irgendwie den Kopf wegballerst. Oder mir. Schieß erstmal gar nicht, dass sie dich zurückziehen. Augenblick. Der Bär. Bisschen ich weiter links. Evo, links, die Linie, die sich zu uns zieht. Ja, aber da werde ich das erste Geschütz töten. Ja, dann muss das erste Geschütz weggehen. Klapp er weg. Klapp er, komm, nach hinten. Ich meinte eigentlich die weiter links. Oh, die weiter links, die habe ich nicht gesehen, die waren hinter einem Baum. Oh ja, die Riesenlinie, die sich perfekt zu dir bewegt. Die waren hinter einem Baum. Immer Karate, oder? Ah, Kugel reicht noch. Hoffe ich. Das nächste ist ein Karate-Chick, der Bär, wenn du da überhaupt noch Zeit hast. Aber lass mich doch mal. Was willst du, Evo? Aber pass auf, dass du dich nicht in meine Kanone hineinschießt. Geschütz 1 weg. Okay. Ist jetzt Kartätsche. Muss ich hier? Also, Alter. Ja, mach ruhig. So, erstes Geschütz bereit machen zum Zurückziehen. Und Rückzug, erstes Geschütz. Evo, du versuchst noch den Schuss zu setzen. Hinter uns ist Kaff, Feindkaff. Rückzug! Landwehr hinter uns ist die Feindkaff. Da ist auch unsere Linie, wir gehen zu unserer Linie. Ja. Okay, die hat nämlich gekillt. Der Block ist nicht so viel. Ja, dich angesetzt und dann ist schon. Dass der Arte, der überlebt hat? Ja. Nein, ich bin hinter dir auch noch. Okay, sehr gut. Aber ich werde immer nicht mitgezählt, so. Immer nicht? Nee, ich hab dich nicht gesehen. Ja, weil du immer ganz anders stehst. Ah, hier ist ein Kavallerist, bitte wegnehmen. Nachladen, Kartätsche. Schieß du, komm, schieß. Nehmt es weg. Okay, keine Ahnung. Das war keine Kugel auf jeden Fall. Ich hab gar nichts gesehen. Das war eine Kugel, aber die ist drüber geflogen. Ich möchte nicht hier sein. Ja gut, zurückziehen. Du bist der Letzte. Okay, tschüss. Du bist der und das Letzte. Okay, wir haben jetzt auch nicht gesehen. Dragon? Ah, ja? Was machst du so weit unten im Scoreboard? Was? Wow. Ja, der eine Schuss, der ganz am Ende, keine Ahnung warum der nicht. Da kommt der Held. Das war wieder NW einfach.
bleib einfach mal im Vorstand. Wenn du deinen Kopf minimal höher nimmst, schießen 20 Menschen auf dich. Ach, wenn man beide runter. Ach du Scheiße! Hält, hab ich bleib dein Busch sitzen. Ja, die Jäger sind gleich in dir. Die einfach nur hinkriegen. Die sehen dich bestimmt nicht. Ja, bist du? Verdammt, die haben mich gesehen. Nein! Der killt dich mit der Schaufel. Ich hab's da gerade. Was zum Fick? Killt dich mit der Schaufel. Ey, wer bist du? Oh, du bist Blondie 2. Blondie 2, ich hab dich gekillt. Nein. Nein. Geh weg. Ich kann nur sagen, Dragon, übers Internet kann das Virus nicht sprechen. Das ist ein anderes Virus, von dem man da redet. Nicht immer das, was man nur im Computer hat. Aber Tim ist das Virus selbst. Bin ein Virus. Nee, das hast du verwechselt. Tim ist ein Parasit. Ja, das auch. Ein parasitäres Virus. Los! Interessante Kombi. Ja, es nistet sich ein. Weil ich will gar nicht wissen, was Nittle und Killerbär sich die ganze Zeit denken, wenn sie zu reden hören. Ach, Killerbär sollte das mittlerweile gewohnt sein, er ist aber trotzdem immer so still. Ich glaube, in seinem tiefsten Inneren hasst Killerbär uns die ganze Zeit, deswegen redet er nicht mit uns. Ja, dann hält er nicht eine Art. Nein, eigentlich bin ich nur gemutet die ganze Zeit. Ah, du laberst also die ganze Zeit mit uns, aber man hört dich nicht. Nee, keine Sorge, ich... Er ist ein sehr schüchterner Mann. Er ist schüchtern, macht ihm doch nicht so Angst. Ja. Gut, Blondie 2 und Blondie 1, ich erwarte. Was ist jetzt von eigentlich? Blondie 2 hat schon getroffen, ist mein Blondie. Ist das eigentlich Blondie 1 ist jetzt Geschütz 1 oder wie? Blondie 1 ist immer Evo. Geschütz schon, aber. Okay, das heißt. Okay. Du bist immer Blondie 2. Aber rein theoretisch, ja. Bisher. Aber sonst heißt Geschütz 1 ist Blondie 2. Also, bis Achtung, Artillerie, die feindlichen Husaren sind auf dem Weg zu euch. Über links. Oh, ja. Ja. Ich, da kommt man mal kurz drehen, Killerbär, pass auf. Okay. Wenn du einmal drehen, Killerbär, pass auf. Weil er direkt vor der Kanone gestanden hätte. Nettle hat schon so richtig Bock, den Erzhügel aufs. Das Schützen, so wie er da hingesprungen ist. Er springt auf den Erdhügel. Der macht sich heute richtig schmutzig. Wisst ihr, was witzig wäre, wenn man mit Kuhtest einfach jetzt kaputt geht von dem ganzen Stoff? Das wäre witzig. Ja, der Kuhtest? Ja, ich hab's auf Kuh gestellt. Ich hab's auf Kuh gelegt, ja. Und dann wundert sich, warum seine Wissenschaft verdeckt ist. Okay, ja, Kuh und Punkt, das ist so das Weltste. Die werden sich jetzt erstmal nicht zeigen. Ich habe überlegt, ich könnte ja eigentlich meine Hand von der Maus nehmen und einfach mit beiden Tasten, mit beiden Händen die Tasten drücken. Voll genius. Und wie willst du dann die Kugel aufheben? Ich habe ein Touchpad, ich habe einen Laptop. Dann nimmst du quasi. Wieso haben die zwei Cups? Haben die nicht? Doch, haben sie. Vielleicht ist das eine Cup, die sie in zwei geteilt haben. Der Gegner hat zwei Kaffs, einmal Husaren, einmal Kürassiere. Ja, die Husaren sind links, Kürassiere sind in der Mitte. Ich bin 88 gegen 109. 88. Wieso haben wir jetzt auch auf einmal nochmal Kürassiere, aber keine zweiten Husaren? Wir haben einen zweiten Kürassiere. Ein Frontmann ist doch noch Husaren. Nein. Doch. Also letzte Runde Ja, letzte Runde, aber vorhin. Ich meine, ja, die können beide spielen, das glaubst du oder nicht? Sie dürfen jede Runde wechseln. Dragon Hunter muss jetzt ein bisschen aufpassen. Es kann gut sein, dass die Kaff gleich. Ja, die schwenkt zur Artillerie rüber. Alter, der hat der Schuss gerade Arti einstellen. Was kommt da links? Alles. Alles. Da links kämpft gerade Kaff. Aber nur das dahinter. Dahinter steht gegnerische Inf. Warte. Ja, ein bisschen weiter rechts. Ja, hab ich mir dann auch gedacht. Irgendwo warte kurz. Ungefähr. Obwohl, der rennt nach links. Aber ich glaube, ich habe auch.
Okay, der Schuss hat echt lange gebraucht. In die Richtung. Du siehst die da im Gras herumrennen. Wir rennen gerade nach links. Ja. Du siehst sie am Horizont. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt bin. Ich weiß nicht. Wow, das ist ziemlich weit weg. Ich glaube, Evo ist für mich jetzt Bibis Beauty Palace, aber was bist du noch, oder? Wie sind die Blondie 2 denn eigentlich? Was? Naja, Dagi B oder nicht? Ja! Bibi und Dagi! Ja! Oh Gott. Los, Dagi B! Bibi und Dagi. Auf einmal die. Da vor uns ist eine feindliche Linie, schieß mal drauf. Da! Feind, ja, los! Rück gerade vor, leicht rechts. Dem nervt nicht das, wie du siehst. Das sind feindliche Ursachen, ja. Mann, jetzt genau jetzt bleibst du stehen. Sag das doch vorher. Gib mal bitte durch, Tim. Feindliche Ursachen reiten auf uns zu. Bei uns sind die Ursachen direkt von mir jetzt. Das ist euer Problem. Wir sind leider nicht wirklich fett. Okay, Karas hat. Okay, ab in die Antikapstellung. Haben wir sowas? Ah, cool. Natürlich ist Bibi ja, schon klar in der Antikapstellung. Hä? Ja, Bibi ist wieder los. Tschüss. Bin am Boden. Wollte mich nicht. Hey, warum Reparateur? Das ist ja kein Deutsch. Reparateur. Oh Gott. Nimm wieder mein Schwert. Tschüss, Evo. Hast du ein Schwert für mich? Verdient. Sieh ich so aus? Dem, das war Fail. Nettle, du kannst es auch aufgeben. Der baut einfach noch weiter. Und geht zur anderen Art. Die Kraft kommt zurück, kommt, Achtung, kommt Lente. Was? Lente, komm. Nice. Schlag auf zurück. Nimm deine Axt und hol Schlag zurück. Was machst du denn da? Du baust dich wieder ein? Ja. Die kommen zurück. Das ist vielleicht keine so gute Idee, weil da kommen jetzt Infanterielinien. Egal, da kommen jetzt ganz viele Infanterielinien auch noch. Jetzt ja! Da kommt jeder hinter dir, so. Du hast ihn mit dem Hammer geschlagen. Nimm doch deine Axt und schlage ihn. Töte ihn mit dem Hammer. Hinter dir sind Jäger, ne? Ja, hinter den Jäger, hinter den Jäger. Töte sie. Ja, die müssen noch nachladen. Ist das der letzte Überlebende oder was? Nein, aber fast. Ja, selbst. Aber schön gemacht, Nettle. Die Jäger killen gerade die Husaren. Schau mal, in dem anderen Karree steht auch noch ein. Jäger killen die Husaren, Alter. Das steht der andere. Teamkiller. Alter, ich bin einfach nicht getroffen. Ich erstmal eine ganze Salbe brauchen. Ja. Und natürlich, was lebt noch, wie immer, das Second Test. Alter, 61 gegen 4, what the fuck. Also, dass das Second Test am Ende überlebt, ist jetzt langsam ein Meme geworden. Ja. Hey, das ist ein alter Freund von mir dabei. Die wow, dieses Karree-Play. Ich kenne. Wer ist dabei, Dragé oder was? Die letzten drei Wochen hat immer das Second Test als letztes gelebt, immer. Ja, Jungs, ihr könnt auch schon GG eintippen und abschicken und den Server lieben, wenn ihr wollt. Hey, gibt's eigentlich irgendwann mal wieder Beförderung bei der AT? dieses ablehnende Schweigen. Irgendwie fand ich, die letzte Runde ging irgendwie sehr, sehr schnell. Wir waren sehr, sehr schnell tot, also unser Team war sehr, sehr schnell tot. Ja, es steht auch 61 gegen 4, also. Ja, jetzt ist es, ja, das stimmt, das stimmt. Eiskalt so. Was zur Hölle ist das für eine Formation da? Und siehst du nicht den Charge? Wilder Charge. Ich wäre für Slay wegen Rambo bei dem Kerl da vor.
Aber die Flagge muss mit. Das ist... Ein Minstragee ist das, ja. Ja, das Ding ist, wenn man halt stirbt, muss man mit Fahne in der Hand sterben, ne? Oder mit Fahne aus dem Mund. Nimm das 17 pp, hat kein Bock mehr, es geht einfach. Das geht mehr einfach. Chancen für das Second Test. Es geht einfach. Wir knallen jetzt nach und nach jeden weg. Ich will ja nicht sagen, dass es sie anschließen muss, aber... Rambo, Rambo. Will ich ja nicht sagen, aber... Und das 18. verbiss dich auch. Feind Irland. Feind der Linie. Feind der Line. Ach du Scheiße, wo sie da kommt. Zombie-Apokalypse. Hat es nicht Firing im Charge? Wozu nicht? Wir machen die Jäger auch gerade. Ja, im Nahkampf haben sie es nicht besonders gut geschlagen. Aber noch Slane. Vor allem erstmal noch den Armen beleidigen.